Es tut mir leid, was Ingen aus ihrer Insel gemacht hat. Das alles hätte ganz anders ablaufen müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Jerry. Sie sind ein guter Mann. Das sehe ich. Aber mein Gehalt wird von Ingen bezahlt. Ich schulde Ihnen was. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den vierten von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern Sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexperte? Ich kann höchstens raten. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe was gehört. Alles okay. Jess, Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Ingen nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio! Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher! Das ist mein Zuhause! Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja,
Die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Mückenfossilien gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich. Das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht einfach hier auf ein anderes Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Und wenn das genauso schief läuft wie mit dem ersten? Hey, sieh mich an. Wir schaffen das schon. Was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Moser, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von... Oh gut, eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar.
Lärm? Klingt richtig. Okay, mein bester Tipp. Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist auch so sonst schlimm genug. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch? Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Mein Gott, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon.
Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu. Das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Billy, wird InGen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht InGen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von InGen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Plan B.
Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Raus aus dem Wasser! Was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte. Große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal sah nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche, Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind wir Ihnen so egal? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Schnell weg! Ist jemand verletzt?
Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen, abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoder hat uns hier zurückgelassen. Wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeihe ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen?